vielleicht lassen wir diese Band wieder auflegen. Das geht alles nicht alleine. Und deswegen begrüße mit mir auf der Bühne meinen lieben Freund Olli Dittrich. Also eine Premiere nach 23 Jahren, eigentlich das allererste Mal wieder einen Song einer bekannten Band gespielt, deren Teil du mal warst. Völlig richtig, weil es war auch nur ein Duo sozusagen. Ja. Aber Glück gehabt, also nicht so 15. Und sag mal, wollen wir vielleicht das machen, was ihr damals vor dem Konzert immer gemacht habt, mit den Leuten zusammen? Ja, zum Beispiel sind wir auch mit Bon Jovi, den wir damals Bon Jovi genannt haben, auf Tournee gewesen und haben tatsächlich lange vor Mario Barth in großen Stadien gespielt. Und die erste Frage war immer, seid ihr alle doof? Und 70.000 Hardcore-Fans haben gerufen, ja, das kann man lange drüber nachdenken, ob das jetzt so richtig ist. Aber das üben wir jetzt einfach mal und dann gucken wir mal, wo wir hinkommen. Okay. Seid ihr alle doof? Speck, Mundgeruch und Nagelreck, Achselschweiß im Überfluss, Fettfrisur und Käsefuß. Ich schätz auch, wenn ich stinke, denn sonst sag ich winke, winke und goodbye. Denn dort drüben an der Lampe ist doch schon die nächste Schlampe für mich wahr. Schreib mir bitte keine Briefe, ich jetzt auch wenn ich miefe wie ein Arm. Einer frisch verliebten Nase sind gelegentliche Gase ganz egal. Shampoo.